So, meine Lieben, willkommen zurück zu Stellaris und ja, was soll ich sagen? Ja, brutal. Wir haben keine kleinen Flotten, so ist absolut nicht, gell? Wir sind aber noch weit entfernt davon, dem Gegner auch nur ansatzweise Paroli bieten zu können, wobei Gegner ist ein bisschen hochgegriffen, noch passiert ja nichts. Ja, der hat hier mehrere Millionen von Angriffskraft. Und ja, da sind wir ganz harmlose Würstchen. Er geht aber erstmal hier runter. Können wir ja froh sein. Er dehnt sich tatsächlich aus, aber hier runter und nicht zu uns. Puh. Das war trotzdem noch eine Geschichte, da werden wir uns noch die eine oder andere Frage dann stellen. Wie wir das am besten machen. Weiß noch nicht. Wie das alles hier enden wird, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wir haben, wenn man die alle mal zusammennimmt, dann sind wir auch nicht so stark, wie wir eventuell sein könnten. Das kann man vergessen. Ja, das kann man vergessen. Jetzt gucken wir uns mal die Prime 911 an, okay? Dreadnought Artillerieklasse wird verbessert. Schlachtschiff Vorschau-Klasse. Okay, dann gucken wir jetzt mal die 911 an. Die Prime Flotte 911. Wollen wir ja anpassen. Flotten Manager. Gehen wir auf Prime 911. Ja, das wird jetzt richtig heftig hier. Mhm. Hier Prime 911, alles klar. Von der Größe her sind sie absolut top. Hier, da haben wir immerhin schon die Lavis Anti-S-Klasse. Die Korvette Schildklasse machen wir auch an die Lavis. Klasse Schild. In Lavis. Na, mit dass der verschwindet eigentlich. Und die Corvette machen wir auch Lavis. Okay, die scheinen wir nicht wegkriegen zu können. Warum auch immer. Keine Ahnung. Nein. Ihr wollt auflösen? Nein, wir wollen gar nichts auflösen. Zerstörung passt auf jeden Fall. Hier Kreuzer. Nahkampfklasse. Das können wir nicht brauchen. Wir nehmen die Lavis Anti-Air-Klasse. Jetzt kommt hier die Kreuzerrakete. Machen wir auch Anti-Air. Der Kreuzerrakete natürlich auch Anti-Air. Kreuzerträger Alpha. Ja, wir haben hier eine ganze Menge an Kreuzern. Mit dabei. Und ja, keine Ahnung, wir brauchen ja nicht so viele Kreuzer hier. Das ist ja Blödsinn. Damals war halt Kreuzer unser Ding, aber jetzt ist Kreuzer, finde ich, nicht. Liefen allen irgendwie, finde ich, ein Kreuzer am dürfsten, ich weiß auch nicht. Jetzt haben wir hier die Nachschlachtschiff. Machen wir die Vorschau-Klasse. Auch in Anti-S. Lavis Flak passt, aber Schlachtschiff Schildfetzer-Klasse. Machen wir mal die Anti-P. Taurus Trägerklasse. Wird auch in Anti-P. Jetzt Dreadnought Artillerie-Klasse, da machen wir R und S. Und die Artillerie, jetzt haben wir hier R und P, da machen wir auch R und S draus. Hier Schlachtschiffträger 1. Lavis, okay. Und der Titan. Technological Acquisition successful. Okay. Alle hier, dann tun wir die auch noch gleich upgraden, die Jungs. Was haben wir erforscht? Den Schaden der Kinetikwaffen um 5% erhöht. Perfekt. Trefferpunkte Panzerung. Finde ich gut. Trefferpunkte. Und wir haben ja, wir gehen ja auf Panzerung, denn für Panzerung unser Ding. Nach wie vor. Denn die gegnerischen Schiffe haben. Wenn man jetzt mal Blossoming Corella anguckt, nach wie vor, genau, machen die wenig Schaden an Panzerungen. Na dann.
Das erhöht unsere Überlebenschancen ultimativ. Und die Jungs hier, die waren auch mal stark. Es ist nicht mehr ganz. Hallo. Na. Ja, also jetzt ruckelt es schon stark. Die Anzahl der untätigen Drohnen auf Tirimba nimmt weiter zu und so weiter. Aktiviert den Standby-Modus. Energieunterhalt von unbeschäftigten Drohnen für 100, was? Plus 2, okay. Oder? Drohnen sind. Ja, komm, aktiviere den Standby-Modus, das machen wir. Okay, so. Jetzt wird hier gebaut. Die graden wir mal alle ab. Na. Brutal, meine Lieben. So. Überlege ich gerade. Was können wir denn noch bauen? Wo ist Alpha? Alpha müsste hier oben sein, irgendwo. Hatshepsut. Beta, Alpha. Schiffswerft, okay, da sind Titanen. Ja, ja, schaut es an, hier sind Titanen im Bau. Perfekt, alles klar. Sehr gut. Credits haben wir wieder mehr als genug. Dann terraformieren wir mal. So ein Planet ist optimal zum Terraformieren. Also wirklich optimal. Mehr als optimal sogar. Gucken wir mal hier hin. Da bauen wir auch ein Bollwerk hin. So, jetzt Leute, ich sehe aber noch was anderes. Ich sehe was ganz anderes noch gerade. Und zwar, wir haben ja noch viel mehr Kontingent für Schiffe. Und wir haben viel mehr Überschuss. Wir müssen nur gucken, dass wir Legierungen kaufen. Können wir auf dem Markt Legierungen bekommen zum normalen Preis? Naja, unter normalen Preis stelle ich mir auch was anderes vor ein bisschen. Dann verkaufen wir mal. Jedenfalls. Wir müssen die Legierungs-Ding antreiben. Das muss hier. Ja, mega Legierungsgießerei. Perfekt. Wie schaut's aus auf Beauty? Ersetzen durch Legierungsgießerei. Wo bist du? Ne, hier. Ist es nicht. Ne, hier beim Abbau. Ist es da? Minennetzwerk, kompakte Farmen. Ne, das ist halt echt blöd. Ah, hier. Produktion. Legierung. Alles klar. Hier ersetzen. Produktion. Legierung. Maschinenmontageanlage. Reißen wir, reißen den Rest mal alles ab hier. Da können wir gar nicht abreißen, warum auch immer. Na gut, passt schon. So, hier. Ersetzen. Durch Legierung. Ersetzen. Durch Legierung. So, überall, wo wir jetzt einen freien Platz haben, kommt Legierung rein. Hier, der Generatorwelt. Kommt Legierung. Wir brauchen natürlich auch den entsprechenden Unterbau dazu, ist ja klar, aber den haben wir noch. Der ist uns noch gegeben. Wenn die mal auf die Idee kommen sollten, eines Tages, ja, dass sie doch uns mal angreifen. Wir sind dem nicht gewachsen momentan. Ja, momentanen Stand können wir das vergessen. Wow, schaut euch das schöne Ding hier an. Pff, brutal, da können wir jetzt bauen, was immer wir möchten. Was uns gefällt, wird's. Einfach gebaut. Oh, was haben wir hier? Energienexus. Energienexus können wir reparieren. Hier fehlen Wohnungen. Dann bauen wir mal Wohnungen. Hier können wir wieder was hinbauen und zwar eine Legierung. Wir müssen im großen Maßstab Legierungen raushauen jetzt. Mhm. Einfach, dass wir es eben auch verfügbar haben. Dann müssen wir es auch noch upgraden.
so. Sieht doch gut aus. Noch. Wenn die angreifen, sind wir fertig. Aber bis dahin. Da sieht es doch top aus. Okay, so, das soll jetzt erstmal reichen. Jetzt gucken wir mal, dass wir noch mal ein bisschen weiterlaufen. Ja. Wenn wir jetzt Flotten, können wir die in irgendeiner Form zusammensetzen? Können wir nicht zusammensetzen? Die verbessern wir jetzt. Können wir die aufstocken? Wir stocken auf, was wir aufstocken können. Hier ebenso. Hier ebenso. Ja, unsere Fabriken müssen jetzt laufen. Die müssen produzieren. Auffüllen und verbessern. Auffüllen. Verstärken. Gut, jetzt sind wir mit Legierungen am Ende wieder. Also, dann warten wir, spielen. Oh, es dauert ewig, bis ein Tag vergeht. Jetzt ist es heftig. Ist wirklich so. Richtig heftig. Generatorwelt. Belmarcosa Prime Ordnung wiederhergestellt. Na dann. Technological acquisition successful. Gleich noch schnell Braddock auch noch erhöhen. Okay. Gut, weil wir haben das hier oben ja nicht ausgeschöpft. Wir müssen ja ausschöpfen. So, Befehlslimit, jawohl, erhöht um 10. Dann werden wir das Befehlslimit nochmal um 10 erhöhen. Und der Kalkulator hier. Eltor-Aktivierung, ja, weiß nicht, ob ich das so richtig möchte. Reichweite, Sprungantrieb und Überlichtgeschwindigkeit nochmal erhöhen. Finde ich gut. 12 Monate, ein Jahr lang werden wir das jetzt erforschen. Okay. Alles klar. Oh, Leute. Okay, wir hauen eine neue Flotte. Machen eine neue Flotte. Neue Flotte erstellen. Heimatbasis Junak. Junak-Station, jawohl, da kommt hinein die Levis-Geschichte. Dann hier Levis Anti-R, Levis Anti-S. Levis Anti-R. Also Levis, ja, Lavis heißen die Jungs natürlich. Artillerie. Ist er da? Bewegt sich wieder gar nichts mehr hier. Achso, unser Reich kann nur 50 Schiffe der Größe Dreadnought unterstützen. Ich verstehe, alles klar. Alles klar, okay. Ja, okay, cool. Das heißt, wir haben die alle. Wir haben die alle schon. Dann machen wir 5 Titanen. Hier oben, alles klar, bauen. Ha! Oh Gott, Leute, brutal. Und nochmal neue Flotte erstellen. Nochmal mit Junak. Ja. Freunde, so läuft es. So läuft es. Dann machen wir dieselbe Geschichte. Können wir da noch einen Titan der Levis-Klasse? Können wir sogar. Wie viele Titanen können wir denn überhaupt noch bauen? Titan 12 von 20, Dreadnought 52 von 50. Gut, wir können aber einen Koloss und einen Juggernaut noch bauen. Und das sollten wir auch vielleicht wirklich machen in der kolossalen Werft dann.
Okay, gut, also Dreadnought können wir nicht, aber Schlachtschiff können wir. Die Schildfetzerklasse, Blödsinn. Schildfetzerklasse 0. Weg. So. Davis Flak, Davis Anti-S, Davis Anti-P. Gut. Kreuzer, Lavis R. Ich hoffe, das langweilt euch nicht. Ich finde das mega spannend. Bin ja gar nicht aufhören damit. Ne, Zerstörer Flak ist Blödsinn. Zerstörer Disruptor auch Blödsinn. Hier aber Zerstörer Anti-R. Und Zerstörer Flak. Und hier oben. Korvette. Anti-S, okay. Machen wir mal ein paar Schiffe hier rein. Wir wären mit 50. Gut. Das wird eher eine kleinere Flotte. Okay, dann. Okay. Machen wir das noch hin. Und wir können uns die Verstärkung der Flotte nicht leisten momentan, also was. Aber der Zufall so möchte. Flottenmanager. Befehlslimit. Oh je. Gott, okay, Freunde. Unsere Station, die müssten ja jetzt richtig produzieren. Können wir sie irgendwo sehen, unsere Schiffswerften jetzt? Schiffswerften. Ja, sie haben hier alle. Gut, das bauen nicht alle so viel, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, dass sie bauen würden. Gehen wir mal gerade auf Bootius. Wie schaut es hier aus? Sternbasis. Verbessert noch auf Sternfestung, alles klar. Jetzt Verteidigungen. Da haben wir jetzt die Lavis-Klasse. Mal ein paar hingesetzt. Also halt alle, die gehen. Raketenbatterie. Dann machen wir noch zwei Geschützbatterien. Da haben wir verstärkte Panzerung. Was können wir noch? Den Störsender. Was haben wir zu viel Mineralien? Na dann. Okay, so. Du jetzt auf Yunak. Wie schaut's? Oh mein Gott. Wo ist denn hier die Basis? Wo ist denn hier die Mondbasis, Leute? Hier unten. Nehmen wir mal die gute verbessert noch 61 Tage. Und die Schiffswerft ist komplett, ja, ausgelastet. Oh ja. Die ist ausgelastet. Okay, aber in 53 Tagen kommen wir wieder hierher und dann schaut euch das an. Seht ihr das? Au. Guck mal, die schließen sich aber alle dann zu den Flotten schon so zusammen, dass wir jetzt hier nicht übermäßig viele Flotten da drin haben. Würde mich ja dann schon ärgern. Okay. Was für große. Das, trotzdem, wir können das ja gar nicht. Können das gar nicht stemmen. Kann ja niemand stemmen. Da oben jetzt der Einfluss voll. Macht uns nichts. Okay, jetzt haben wir noch 106 übrig. Construction complete. Brutal, Leute, brutal. Was haben wir gebaut? Yunak haben wir jetzt gebaut, alles klar. Schiffswerft. Ja. Nochmal Schiffswerft. Und für die Verbesserung, da fehlt uns einiges noch. Trockendock schon. Kapazität. Bringen uns zwei Trockendocks was?
Es wurde bereits gebaut, alles klar. Okay, gut. Ne, dann gehen wir hier auf die Verbesserung auch noch. Ja. Gut, zusammenfassen können wir die gar nicht. Na dann. Oh. Mein lieber Mann. Wie brutal ist das? So. Ramses Flotte. Bitten wir um Verstärkung. Ja, hier sind wir aber. Begleitschiff Seelot-Klasse. Was ist das? Warum haben wir das? Also, haben wir ein Turnier? Seelot-Klasse Begleitschiff? Sind das die. Mit der, ah, okay, das sind die anderen da, die wir haben. Okay. Also von dieser Aktivierung des Kopfes von dem und jenem. Passt schon. Trotzdem sind das hier falsche Schiffe, ja. Weil wir hier viel Schild haben, das ist blöd. Der Zerstörer S&S-Klasse. Sind es auf 4000 angewachsen, Ordnung auf X und wiederhergestellt, perfekt. Ja, die Ramses Flotte, gucken wir uns mal Ramses an. Ramses, wo bist du? Ramses, ja, so, hier, also fangen wir mal da oben an. Die Korvette wird Solaris-Korvette. Der Anti-Schild-Zerstörer machen wir mal. Nein, nicht Flak. Ah, klasse, Blödsinn. Da machen wir die Lavis. Anti-Schild-Klasse. Also Flak AA. Der hier wird zur Lavis-R-Klasse. Begleitschiff Sealert. Das lassen wir. Das können wir auch nicht ändern. Ship Augmentation is completed. Das ist auch so. Dann, das passt schon. Das ist halt so. Der Kreuzer wird geändert. Der Kreuzer ebenso. Schlachtschiff. Wow. Machen wir auch mal ein bisschen einen auf Flagge. Hier der Träger. Schlachtschiff Anti-P. Eine Lavis Flak passt, aber hier Schlachtkreuzer der Avatar-Klasse können wir nicht ändern. Na dann. Ship Augmentations completed. Dann verbessert Ship mal. Augmentations completed. Verbessert mal euch alle. Und baut. Baut, Freunde, baut. Jetzt haben wir schon wieder genug davon, da kaufen wir wieder Legierungen. Okay. Und die fliegen schon gar nicht mehr rüber. Technological acquisition successful. Dann müsst ihr aber rüberfliegen. Okay, Trefferpunkte Panzerung nochmal erhöht. Ah, super. Richtig gut. Dann kommt jetzt der Schaden der Kinetikwaffen. Ship augmentations completed. Das sieht jetzt auch nicht so verkehrt aus. Aber trotzdem sind wir bei weitem nicht so stark, oder? 100, 200. 245, 200. Ship augmentations completed. 290. 290, 310, 410, 470, 480, 580, 580 und 40 sind 620, 620, 660, 700,
800. 860. 960. 1 Million. 1 Million ein. Leute, ich sag euch was, wir schaffen's. Ja, ja, Mann. Ja. Okay. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann wird es bösartigst. Bösartigst. Oh mein Gott. Oh Leute, bitte. Lasst uns jetzt Glück haben. Und wir bauen ja noch mehr. Das ist noch nicht alles. Wir hauen noch richtig raus, Leute. Wir hauen richtig raus. So. Mehrere aufeinanderfolgende Kollisionen der dichten Trümmerschicht um Vura Prime haben kürzlich die Umlaufbahn eines großen Stücks Weltraumschrott verändert. Dadurch wurde das Objekt, bei dem es sich wohl um eine der Orbitalraketenplattformen aus dem Atomkrieg des Planeten handelt, in die Atmosphäre gezogen und schlug daraufhin leider direkt in eine große Siedlung ein. Erste Berichte sprechen von schweren Verlusten. Das ist ja schlimm. So. Ja, ganz fürchterlich. Oh Mann. So, jetzt. Ship augmentations completed. Werden wir hier mal auffüllen, wo wir auffüllen können. Und wir scrollen einfach nur noch runter. Wir scrollen nur noch runter, ja. Computer Heptagon. Oh, technological Alter. Acquisition successful. Ach, brutal. So, was haben wir erforscht, Leute? Wir haben die Überlichtgeschwindigkeit erforscht. Perfekt. Jetzt die Punkte. Schilde, gut, da haben wir jetzt nicht so viele. Machen wir lieber die Energiewaffen. Gut, hier oben haben wir wieder Mineralien, zu viele. Verkaufen, Legierungen. Es ist brutal. Trotzdem, wir machen nicht so viele, wir produzieren nicht so viele Legierungen, wie ich das gerne hätte. Wir brauchen mehr Legierungen. Oh Gott. Wir brauchen mehr Legierungen. Bevölkerung, wie sieht's denn hier aus, Leute? Jetzt trotzdem hier, Legierung. Upgraden. Jedi-Gießerei-Welt angeblich. Legierungsgießerei, Bevölkerung. Hier runter und hoch. Also diese Spielchen, wo ich hier da gemacht habe mit den Wartungsdrohnen und so, das ist gut. Aber jetzt gegen Ende dieses Spiels ist es einfach sinnlos. Da ist es einfach mehr als sinnlos, Blocke entfernen. Technological acquisition successful. Können wir nicht? Ship augmentations completed. Ach so, weil wir voll sind, ja, dann ist halt hier blöd, gell? Wenn wir jetzt hier wirklich alles voll haben, weiß ich auch nicht so genau. Das sieht auch schlecht aus. Terraforming erledigt. Oh Gott, schaut euch das an. Schaut euch das an. Prime Flotte erhöht. Befehlslimit. Wieder um 10 erhöht. Das erleben Armeen. Das ist uninteressant momentan. Tun wir noch das Befehlslimit ein bisschen erhöhen. Die brauchen Wohnungen. Dann sollt ihr Wohnungen bekommen. Wieder ganz viel geterraformt. Moment, hier. Okay, Leute, also. Ich sage immer, ich möchte ja nichts sagen, aber, ja. Nee, ich möchte jetzt hiermit mal mitteilen, dass unsere Chancen für diesen Endkampf gut stehen. Und zwar mehr als gut. Wir brauchen halt noch mehr Legierungen. Und dann werden wir so krank nochmal raushauen, Truppen, dass sie gar nicht mehr kommen müssen. So eine Macht haben wir. Ja, also wir sind
momentan das Nonplusultra, das Machtinstrument. Das größte Machtinstrument im Universum. Vader, verschonen Sie uns mit Ihren technologischen Schreckgespenstern. Nee, er sagt das, oder? Wer sagt das? Sagt das nicht Vader zu Groß Moff Tarkin? Was weiß ich. Ja. Früher, als ich Star Wars geschaut habe. Ja. Da hieß es erstens Krieg der Sterne. Da hat keiner was von Star Wars gesagt. Es hieß Krieg der Sterne. Und dann haben wir außerdem auch. Ja, da gab's nur diese Filme und das war's und es war toll. Wir haben nichts gebraucht. Und dann später, ja, das war ja 1998, 99 oder sowas, kamen doch dann die neuen Star Wars raus. Und es war das Allertollste, wieder Star Wars im Kino zu sehen damals. Das gibt's ja heute so nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Kann man gar nicht mehr vergleichen mit jetzt. Ja, wo alles nach der Zielgruppe ausgerichtet ist und Kommerz poliert und pipapo. Ja. Kriegt man ja das Kotzen. Leute, reist dahin. Was macht ihr? Ihr müsst dahin reisen. Nicht warten, Gas geben. Dapp drauf. Okay, sie haben Yoldarun geholt. Alles klar. Verteidigungsplattformen werden gebaut. Hier wird alles gebaut. Zur Zitadelle wird es verbessert. Okay, Freunde. Gucken nochmal, was wir machen können. Flotte verstärken für 16.000. Okay. Und nochmal umbauen ein bisschen. Ja, Leute, es wird gut. Stopp. Hört euch doch an. Flotten verstärken, upgraden. Oh. Das ist schon cool. Aber halt, irgendwann wird es uns gehen wie EVE Online. Und wir können einfach nicht mehr dann. Wir können dann einfach nicht mehr das Spiel in Echtzeit laufen lassen. Dann muss man auf diesen Extra-Server gehen und das ein bisschen runterbremsen. So wie es uns jetzt schon passiert. Ja. Wie es uns jetzt schon passiert. Oh Gott. Okay, wir gehen nach Burritos. Können wir die zusammenführen? Können wir. Und wir können sie auch verbessern. Verbessern mal. Naja, alles gut, verbessern mal. Ja auch. Mein Freund, du gehst nach Burritos. Und du gehst auch nach Burritos. Ihr alle geht nach Burritos und von Alpha Prime kommen diese Geschichten hier. Oh ja. So. Und selbstverständlich werden wir die dann langsam anlocken zu uns. Wir werden die angreifen. Dann werden wir vielleicht versuchen zu fliehen, wenn wir das schaffen. Hier auf jeden Fall, das ist am Laufen hier, das funktioniert. Regierungen werden gebaut. Alles klar. Machen wir gleich noch hier ein bisschen mehr Legierungen. Hier, Legierung verbessern. Kaiobus. Freunde. Alle ihr, meine Freunde, habt dazu beigetragen, um den Sieg hier möglich zu machen. Das war nicht ich alleine, das war jeder, der mitgeholfen hat, uns das hier in irgendeiner Form möglich zu machen. Und wir haben den Endkampf, den haben wir uns verdient. Den haben wir uns richtig verdient. Oh Gott, Freunde. Jetzt, ich kann schon gar nicht mehr zählen alles. Guck mal,
zusammenfassen? Können wir gar nicht. Boah. Okay, Freunde. Es ist so abartig. Wie sieht's denn aus auf der Junak-Station? oh Gott. Das ist unsere da unten. Da unten ist die Junak-Station, die wird gerade verbessert momentan. Schiffswerft. Ja. Technological acquisition successful. Die sind am Arbeiten. Sag mal so, die sind am Arbeiten. Sowas von am Arbeiten. Schaut euch das Ding an. Ja, also wir hauen raus. Schaden der Kinetikwaffen erhöht. Trefferpunkte Panzerung können wir nochmal plus machen in 2 Jahren. Ja, holen wir. Holen wir uns alles. Ah, er fliegt schon, okay. So, stopp. Wir wollten doch jetzt gucken, Alpha Prime. Und er wird auch gebaut. Es wird einfach nur gebaut und gebaut und gebaut. Technological acquisition successful. Kolossale Werft. Titanwerft. Schaden von Energiewaffen haben wir nochmal erhöht. Gut, dann werden wir die Feuerrate nochmal erhöhen. Okay, wir gehen jetzt in den Schiffsdesigner, okay. Und werden Juggernaut auch noch machen. Und wir haben nur einen. Oh Gott, schaut euch das Ding an. Wir haben nur einen Slot. Junge. Junge, das macht mich richtig fertig. Und hier Schilddurchschlag. Wir gehen komplett auf den Durchbruch und das ist halt jetzt alles Hangar. Das ist halt das Problem. Da machen wir mal 3 Jagdgeschwader und 3 Bombergeschwader. Wie gesagt, die haben ja auch Point Defense und alles. Da ist es vielleicht nicht ganz so mega. Und hier machen wir die Gravo-Geschichte. So, und hier jetzt. Also Panzerung. Hier noch ein paar. Gut, hier machen wir rein. Alles blöd irgendwie. Generative Rumpfgewebe, das halt bei der Menge noch was bringt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Machen wir vielleicht einen Reaktorverstärker rein. Der bringt uns auf jeden Fall Schaden. So, Juggernaut, Lavis. Automatische Verbesserung und Speichern. Okay, Freunde. Dann werden wir hier Schiffswerft. Gehen wir mal runter. Wo ist er? Juggernaut, Lavis. Und den machen wir mal schön hoch. Was? 2800? Echt? Ah. Das sind ja fast 10 Jahre, wo das Ding baut. Okay. Ah, ein bisschen. Gut, okay. Wieder hier und verschärfen. Da nochmal ein bisschen was ein Lebensmittel raus damit. Und so Güter. Es ist, wie es ist. Und wir erhöhen sogar trotz steigender Legierungsproduktion
Ship augmentations. Erhöhen wir unseren Output von Mineralien. Sowas gibt's auch nur bei uns, oder? Technological acquisition successful. Alles klar. Gut. Wir kommen auch irgendwann. Wir haben noch 20 Flottenkapazität. Ship augmentations completed. Sehr gut, finde ich, wie Befehlslimit. Das ist jetzt das, was uns, augmentations completed. Was uns interessiert, ja. Okay, Freunde, wie stark sind wir jetzt hier inzwischen? 200.000, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Kann eigentlich noch nicht alles sein. Wenn man die mal zusammenlegt, ja, gerade mal 40.000. Pff, das ist ja die Vorhut. Der Vorhut. Gut, Freunde, ihr geht mal hier nach Burritos. Und du ebenso. Muss ich euch jetzt alle hier von Hand bitten zu kommen, oder was? Gibt's ja nicht. So. Okay. Dann wird jetzt hier diese Flotte hier noch vergrößert. Construction complete. Bitte, wir bauen einfach nur auf. In ungekanntem Ausmaß und niemanden juckt's, weil es hat keiner Krieg mit uns. Wir müssen uns um nichts Sorgen machen. Gar nichts. Wir müssen uns um gar nichts kümmern. Hier unten haben wir noch eine kleine Flotte. Ja gut, die wäre jetzt halt ein bisschen. Ah, gut, sind die Hatzibuzzi Guardians. Und die Hatzibuzzis, mit denen haben wir keinen Streit. Die mögen uns. Dann gehen wir mal hier auf diese Flotte. Rekrutieren wir einen Admiral. Feuerrate und Unterlichtgeschwindigkeit finde ich sinnvoll. Flotte Prime. Okay, stopp. Die nennen wir jetzt aber anders. Das ist die Lavis 2 Flotte. Gibt keine Lavis 1 Flotte. Aber das ist die Lavis 2 Flotte. So. Ihr alle. Geht mal hier runter jetzt. Lavis 2 Flotte geht hier hoch. So. Nächste Flotte. Lavis 3 Flotte. Brauchen Admiral. Ah, das ist uninteressant. Auch uninteressant. Ja gut, dann nehmen wir halt dich. Pentagon. Du führst diese Lavis-Flotte an. Hier nach oben. Wenn ich bitten darf. Gut, Lavis 2 ist angekommen. Es ist so heftig. Okay, wir müssen wieder kaufen und verkaufen, Import, Export. Ich glaube, wir sind bald so weit, oder? Was meint ihr? Was meint ihr? Ach, hier. Lavis 4. Haben wir keinen Admiral? Rekrutieren wir einen. Trefferpunkte Hülle. Und der Waffenschaden erhöht. Okay, gut, aber halt. Fluchtchance niedriger, aber gut. So. Geht auf jeden Fall darüber. Jetzt gucken wir mal. Du. Und du schließt euch mal zusammen und ihr fliegt darüber. Okay. Nächste Flotte. Man muss die ja mal auch zusammensetzen. Macht das nicht Spaß? So,
hier irgendwo noch eine richtig große Flotte. 69. 4000. Oh Gott, und weiter verstärken. Immer weiter verstärken, Leute. Wir holen euch alle. Alle ran her. Schiff transferieren in eine neue Flotte? Nee, lass mal. Hier unten sieht alles gut aus. Also so habe ich das Spiel auch noch nie gespielt. Das ist jetzt Premiere für mich. So zu spielen ist wie ein Trance. Man ist wie ein Trance, ich sage euch das. Und irgendwann tut es den Schlag und dann ist das Theater groß. Na gut, okay. Gut. Ich würde jetzt mal von Hand hier versuchen, die Kleinen zusammenzulegen. Da kommen wir nicht zusammen. Ah, weil das ist auch ein Truppentransporter, na klar. Technological acquisition successful. Ah, okay, aber er kann dann mit dem Truppentransporter zusammengehen. Oh, Leute. Blickt ihr noch durch? Bei mir wird es schwierig. Was haben wir erforscht? Die Feuerrate der Energiewaffen. Technological acquisition successful. Gut, jetzt machen wir mal den Schaden der Energiewaffen noch. Haben wir jetzt die Treffer dieser Panzerung wieder erhöht um 5%? Oh Gott. Oh Gott. Kinetikwaffen gehen weiter. Wie sieht es hier aus? Wir können wieder kaufen. Ja. So, ich glaube, wir müssen noch mal eine Flotte. Wir müssen noch mal eine Flotte raushauen. Flotte verstärken. Ja. Alle. Wir werden einfach alle verstärken. Nö, dann müssen wir keine Flotte mehr raushauen. Wir werden einfach alle verstärken. Und dann wird es schon passen. Oh mein Gott. Würde ich ja mal anfangen zu zählen, aber schaffen wir gar nicht. Das ist wahrscheinlich die langweiligste Folge, die ihr jemals gesehen habt. Aber nicht für mich. Ah, no way. Okay, let go. Weiter geht's. Geschützbatterien werden gebaut. Ah, okay. Dann die Verbesserung auf Zitadelle. Verteidigungsplattform 9 von 12. Das hat eine Stärke von popeligen 22.000. Ja, jetzt das. Zu harmlos. Machen wir hier einen Trockendock nochmal. Schiffswerft und verbessern auf Zitadelle kommt ganz ans Ende. Okay, jemand beleidigt uns. Commonwealth of Man beleidigt uns. Na, hör auf, echt jetzt. Könnt ihr doch nicht bringen. Okay, so, wie schaut es hier aus? 200, 400, 600, 1 Million 400.000, 1 Million 800.000, 2 Millionen 200.000, 2 Millionen 300.000, so hoch, das schafft man nicht. Da kommen wir nicht hin. Oh Gott. Er hat ein Sternentor im Chiselon-System abgeschlossen. Echt jetzt? Und wohin geht's eigentlich dort? Warte, nur mal ganz kurz gucken. Okay, die würden direkt bei uns rauskommen, bei K.
Kalium. Hier würden die rauskommen. Aha. Ist das so? Das glaube ich halt. Dass wenn die da kämen, dann... Sollen wir von dort auch mal kommen? Sollen wir dort sammeln? In Kalgis im Zistrom-System? Sollen wir das machen? Stopp. Unerforscht, das wissen wir nicht, wo das Wurmloch hingeht. Okay. Aber hier können wir natürlich auch. Was haben wir da? Da haben wir auch einen Trockendock. Dann bauen wir da mal eine Schiffswerft. Okay, und dann bauen wir mal ein paar Sachen. Die bauen wir jetzt aber von Hand. Ich habe jetzt keinen Bock, sowas draus zu machen. Wir bauen hier an der Stelle. Friedensangebot. Hei, hei, hei. Immer noch nur 2K. Leute, wir müssen doch... brauchen mehr Legierungen. Viel mehr Legierungen. Okay, unseren Ingenieuren ist es gelungen, die zerstörte Wachmatrix wiederherzustellen. Ja, okay, gut, wir haben ja schon eine Wachmatrix eigentlich. Und noch mehr Legierung. Heftig, Leute, heftig. Technological acquisition successful. Wer hätte das gedacht? Meine Güte. Und hier, gut, das ein oder andere Schiff kommt jetzt an. Befehlslimit. Gut, Befehlslimit der Flotte erhöht. Perfekt. Dann können wir doch gleich mal hier ein bisschen. Ship augmentations completed. Bisschen erhöhen. Okay, also wir sind schon tendenziell viel schwächer aufgestellt als die. Das nützt uns alles nichts. Ja. Wir sollten mal anfangen, jetzt die großen Flotten hier raus zu bewegen. Oder zumindest die größeren. Du gehst mal nach dort. Welche Flotten haben wir noch? 75. Dann die Beta-Flotte. Liegt auch mal da drüber. Dann haben wir hier die Flotte. Wie geht's der Station? Und die baut und baut und baut. Nur am... Oh. Freunde, wie kann man so heftig bauen? Wie kann man so heftig bauen nur? Passt das gar nicht? Okay, stopp. Wir haben wieder volles und immer noch mehr Mineralien. Und noch mehr Mineralien. Ich dachte, irgendwann wäre mal Schluss. Nee.
Nein, nein. Nein, nein. Geht höchstens los bald. Okay, go. Gut, aber jetzt nähern wir uns dann doch langsam dem Limit hier. Die Mitron haben die Grenzen geschlossen. Flotte 11. Ah. Geburt der Weltraum. Die Lavis sind auch hier runtergekommen jetzt. Alert. Station engaged. Verstehe, die werden jetzt den leeren Raum hier auch ausnutzen. Okay, cool. Alles klar, passt. Was Station engaged? Wer seid ihr denn? Ach, das ist die Piratenflotte. Oh. Muss ich da echt einen runterschicken? Dann geh du halt mal gucken. Das ist ja nicht so weit. Aber die anderen müssen bitte da bleiben. Mann, 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 Leute. Und das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, es wird uns nicht reichen. Es wird uns trotzdem alles nicht reichen. Construction complete. Ship augmentations completed. 200. Die sind so verdammt stark. Leute, ihr seid so verdammt stark, das gibt's doch nicht. Ich würde es ja schon gerne mal drauf ankommen lassen, langsam aber sicher, aber wir können noch nicht. Wir könnten es mit allen aufnehmen. 150.000. Schaut euch das an. 150.000. Und im Jahr 2500 werden wir gewinnen. Sofern wir es überleben bis dahin. Ja. Krasse Sache. Und weiter runter, weiter runter, weiter runter. Immer munter weiter runter. Okay. Captain. Ich würde sagen, wir hauen doch nochmal eine Flotte raus. Welche Flotte ist das jetzt? Welches Schild? Nein, nein, nein. Alles Lavis, bitte. Alles. Alles Lavis. Das wollen wir schon haben. Boah. Ship augmentation. Junge, Station. Haut raus wieder. Okay. Oh. Alert. Research station deconstructed. Oh Gott. Research station deconstructed. Gibt's ja nicht. War das er hier? Ja, und er ist halt wirklich echt schwach. Komm, mein Freund, spring. Na gut. Und fahr halt, flieg halt mal so hin.
So, ne, du bleibst hier. Mal meine liebe Flotte. Technological acquisition successful. Oh, jetzt habe ich gedacht, ich könnte euch irgendwas Spannendes bieten, aber es ist nur spannend für mich alleine. Wahrscheinlich und sonst für niemanden, aber sorry. Es ist spannend. Mehr als spannend sogar. Technological acquisition successful. Was haben wir jetzt erforscht? Schaden der Kinetikwaffen nochmal erhöht, Trefferpunkte Panzerung. Und da gehen wir nochmal hoch. Da gehen wir nochmal hoch. Und das bringt uns jetzt inzwischen die Einigkeit, die bringt uns nichts mehr. Die bringt uns nichts mehr. Ah. Ah. Construction complete. Okay, gut. 161.000 der Flotte. Jetzt stopp, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den hier, dass wir die zusammenlegen, die kleinen. Ja. Wenn wir die nämlich nicht zusammenlegen, dann kriegen wir bald ein Problem. Mal die Prime-Flotte noch hoch. Und es werden einfach die Schlachtschiffe rausgehauen. Okay, jetzt kommen wir oben an die Grenze. Dann müssen wir aufpassen ein bisschen. Kritische Ressourcenknappheit. Ah, okay. So. Jetzt ist halt wirklich so, wir sind zu groß. Ne, der nicht. Da gehen wir mal zusammen. Ne, der nicht. So. Aber du gehst mal mit dem zusammen. Geht mit dem zusammen. Nee. Der kann nicht. Geht mal da zusammen. Haben wir ein bisschen eine große Armee da? Hm? Eine große Fußarmee da? Heftig, ich bin platt. Ja. Junge, Junge, Junge. Ah, geht nicht. Okay, gut, wir schaffen es gar nicht mehr, die zusammenzusetzen.
vergesse es einfach. Vergesst es, geht nicht. Geht nicht mehr. So. Du bitte. Fliegst da hoch, okay? Ich habe schon, natürlich habe ich genau die schon geschickt, das ist selbstverständlich klar. Prime 907. Fliegt bitte auch mal raus. Prime 619. Fliegt raus. Prime 977. Fliegt raus. Prime 619, du fliegst raus, oder? Ja, okay. Gut. Und es geht immer so weiter. Die kommen und kommen und kommen. Und jetzt kommen wir oben auf die Schiffsauslastung dann. Technological acquisition successful. Okay. Haben wir noch was erforscht? Nee, du nicht. Hier. Und die Lavis. Wir wurden gerufen. Es gibt keine größere Ehre, als dem Auserwählten von Uaklan zu dienen. Jawohl. Und Uaklan befiehlt es. Ist so. Gut, passt. Kriegen wir hier alle zusammen, das ist gut. Oh, die haben wir sogar auch noch mit dazu gekriegt. Und die passen auch noch rein. Ja, top, 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 top. Richtig gut. Na, verflucht. Ne, der passt ja sowieso nicht. Der kommt ja hier runter. Freunde. Passt auch nicht. Passt auch nicht. Ah, weil da der AHB dabei ist. Der AHAB. Alles klar. Na dann, okay, gut. Wir sind jetzt über der Flottenkapazität. Also, wir zählen jetzt mal kurz durch. Und dann ist aber die Folge rum, okay? 320.000. 320. 420. 440. 460. Ich rechne nur grob. 460. 540. 70 ist 630. 730, 737, 830, 930, 1 Million, 1 Million 200.000, 1 Million 300.000, 1 Million 500.000, okay, was habt ihr zu bieten? 2, 4, 6, 1 Million, 400.000. Okay, also wir müssen ein bisschen mehr als 2 Millionen müssen wir schon aufbringen. Sonst ist das uninteressant. Und was für eine Station haben die da? 161.000. Okay, Station haben sie auch noch. Na dann. Jedenfalls, Leute, ich bin kaputt. Das macht mich fertig. Die Folge war richtig krass. Wir haben noch nie so rausgepumpt und gemacht und getan. Also, ja, wir sind richtig heftig. Es macht halt richtig Spaß. Ich verstehe das gar nicht. Ich kann gar nicht aufhören.
Jedenfalls, Leute, bitte lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Lasst uns zusammen. Den wollten wir ja hier haben. Ja, lasst uns zusammen den größten Angriff machen, den es jemals gab. Und ja, und wenn wir die hier weg haben, dann boom, holen wir auch noch den Rest von uns. Das ist dann egal. Okay, Leute. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.